Herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf meinem Kanal. Ich bin mit unterwegs, Lost Place Tour, heute ist Sonntag, kennt ihr ja. Jetzt haben wir was gefunden, das ist eine alte Wurst-Fleischwarenfabrik, irgend sowas in der Richtung. Hier sind wir in der Lagerhalle, hier ist noch ein bisschen die Einrichtung am Start, seht ihr ja. Ne? Na, hier Fahrzeuge Esslingen steht hier. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir euch mal mit auf den kleinen Lost Place Abenteuer. Und schauen uns das mal an. Das hier ist das alte Gebäude. Da hinten ist noch eine Lagerhalle und dann geht es noch mal weiter. Also da sind jetzt die ganzen Kühlräume drin. Hier sind die alten Toiletten. Das sind alte Toiletten. Und das Bad. Hier sieht er ja schon zeitlang Lost, lauter Spinnenweben, überall an den Fenstern. Hier ist beim Verlassen der Stätte Handwaschen nicht vergessen. Also Jungs, Hände waschen, versteht ihr das? Ja, ist eine alte Wurstwarenfabrik. Hä? Ja. Und hier ist doch noch was am Start. Das ist ja unfassbar. Das ist schon krass. Auf jeden Fall noch ein bisschen Sachen am Start. Und schauen wir doch mal hier. Gegenüberliegend seht ihr das. Da drüben ist ein Wohnhaus. Da kam jetzt auch gerade eine Dame raus. 99 steht hier. 1982. Okay, also 1982, 99 wurde das verlassen, hätte ich jetzt mal behauptet. Aber das hier scheint irgendein Produktionsbereich gewesen zu sein. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was, aber auf jeden Fall Produktionsbereich. Hier seht ihr ja, ist auch nochmal eine Werkbank oder irgend sowas. Hier drüben ist, ja, ich hätte mal gesagt, irgendein Bereich gewesen, wo vielleicht irgendjemand gesessen hat oder Vorarbeiter oder irgendwas in der Richtung. Hier ist noch ein Riesenkessel, für was auch immer der da war. Da vorne geht es raus. Ja, und ich habe gesehen, wo wir jetzt hergekommen sind, quasi da drüben durch die Kühlkammern, dahinter ist nochmal ein Gebäude. Und wie gesagt, das ist ein bisschen tricky, weil, wenn man rüberschaut, genau da drüben ist ein Wohnhaus, da kam jetzt auch schon Dame raus. Aber ja, da hinten habe ich gesehen, ist noch ein Eingang. Ja, da ist aber nichts. Wir können extra mal auf. Und hinter dem Haus. Ja, ich würde sagen, da ist auch noch was da hinten. Ja, ja, lass uns halt erstmal da. Da hinten ist noch ein Pool, Alter. Ein Pool? Ja. Jetzt sind wir bald quasi jetzt interessiert zu nehmen. Dann kommt von hinten ein Haus, ist zu genau. Da ist ein Pool. Und da hat es keine Ahnung. Ha. Wahnsinn, krass, ha, alter Schwimmpool, guckt euch das an, ha. Also dann scheint ja hier auch noch jemand gewohnt zu haben, okay, da oben steht Privatgrundstück, Zutritt verboten. Schön feinsäuberlich aufgerollt. Ja. Krasser Scheiß. Dann sind wir oben in einem angrenzenden Wohnhaus. Und von hier oben seht ihr da unten nochmal den Pool. Ja, hier jedenfalls war was richtig Geiles am Start, weil da oben sind noch die ganzen LED-Lampen. Also das war was richtig, richtig, das war mal ein richtig geiles Zimmer. Das war mal ein richtig fettes Zimmer. Bad. Genau. Alter, guckt euch das an. Das war mal ein richtig fettes Arbeitszimmer, hätte ich gesagt.
Krass. Krass. Also, und das da unten ist ja die Fabrik. Also vermute ich mal, dass hier oben ja die Chefin gewohnt haben oder so. Guckt euch das an. Hier das Ganze mit dem alten Holz hier oben und so. Hier haben sich anscheinend mal ein paar was gemütlich gemacht. Weil da ist nur eine riesen Matratze. Aber wisst ihr, was viel krasser ist? Schaut euch diesen Schrank an. Schaut euch diesen Schrank an, das ist unfassbar. Oder hier die Möbel oder so. Das ist schon gehoben, hätte ich gesagt. Also zu dem damaligen Zeitpunkt, ich würde jetzt mal sagen, 60er, 70er Jahre hätte ich jetzt behauptet. Also denke ich mal, in dem Bereich wird das hier gebaut worden sein. Also ist schon fett. Ich hätte viel erwartet, aber das hier nicht. Ich meine, klar, Vandalismus und alles kaputt und ja, aber ich bin begeistert. Schaut euch den Kamin hier an. Krasser Scheiß. Absolut krass. Muss man so sagen. Hier ist die Küche. Lecker, 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 lecker. Hier ist die Küche, da ist sogar noch ein bisschen Einrichtung am Start. Wir sehen, oh, der Kühlschrank. Alter Schwede. Also da holen Pfanne mehr. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das hier ist auf jeden Fall die Küche. Die haben wir zuerst Zufall entdeckt. Ja, aber da gehen wir wieder raus, Alter, weil das ist nämlich nicht so prickelnd. Alte Hosen. Ja, und hier oben gibt es ein Bild. Das muss von der Metzgerei gewesen sein, als das Ding noch vollkommen in Ordnung war. Hm? Doch, Fleisch- und Wurstwarenfabrik. Ja, und wo ist der sonst sein? Wo ist die Alm? Wo ist das Wohnhaus? Wo ja, das verstehe ich aber nicht. Wo ist der Pool? Das kann ich nachvollziehen, aber das. Möglich wäre es. Aber es ist schwarz, ja. Ja, sei ja. Komisch. Ja, was auch geil ist, wenn wir jetzt da reingehen, der Raum hier, ist zwar dunkel, weil ich jetzt wieder keine Taschenlampe dabei habe, aber. Kamin. Hier ist zu, hier ist noch eine Toilette. Und was uns beim Raufgehen aufgefallen ist, hier haben sich fette Wespen oder was auch immer schön breit gemacht oder Hornissen. Ja, und hier geht's wieder runter. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns drüben nochmal den Bereich an, der ja, Produktionsstätte. Und dann haben wir hier eigentlich schon so gut wie alles fast gesehen. Da hinten sind noch Häuser, sehe ich gerade. Ja, laufen wir. Dann laufen wir durch die Halle durch. Also krass. Krasses Grundstück, krasse Location, auch wenn jetzt wir am Anfang dachten, als wir rein sind, dass es jetzt nicht so prickelnd ist. Aber das Wohnhaus war schon ganz gut. Das Wohnhaus war schon echt schick. Also da sieht man mal, dass die noch richtig Asche gehabt haben, weil ja das Holz und so, krass. Und das hier ist jetzt der Produktionsraum. Das war ja eine Wurst- und Fleischwarenfabrik. Irgend sowas. Und das ist schon derb, Alter. Guckt euch diese Kühlräume an. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Da geht's auch weiter. Das war auch ein Kühlraum. Lauter Kühlräume. Aber die haben hier ordentlich Wurst produziert, habe ich so das Gefühl. Auch nochmal ein Kühlraum. Leider schon alles ziemlich. Ja, kaputt, besprüht. Ich werde es bis heute immer noch nicht verstehen, warum man sowas macht. Aber die Kühlräume sind schon beeindruckend. Das ist ein Riesengelände. Leute, das glaubt ihr gar nicht. Das kommt in dem Video vielleicht gar nicht so rüber. Aber hier geht es jetzt dann rum. Also hier geht es jetzt rum. Ganze Glasfassade und so. Schon krass. Man, klar, hier ist nicht mehr allzu viel zu sehen. Hier haben die Leute wahrscheinlich geduscht. Da drüben ist aber dann schon eine angrenzende Fabrik. Hier seht ihr nochmal das Gebäude von vorne. Hier geht es dann auch noch mal rein, was auch immer das hier war. Ah, da geht es rein und nach oben. Da geht es rein und nach oben. Da geht es rein und nach oben. Das schmeckt.
hier alles irgendwie noch nach Wurst, Alter. Also das ist unfassbar, wie krass, sage ich mal, der Geruch von der Produktionsstätte noch da ist. Und das nach Jahren. Ich habe oben einen Zettel gefunden von 98, 99. Schon krass, das hier scheint auch eine Produktionshalle gewesen zu sein. Hätte ich jetzt mal behauptet, oder gehe ich jetzt mal stark davon aus. Was haben wir denn hier stehen? Verpackungsgebäude war das, Hauptgebäude 1. Dann war das hier die Verpackung. Schon krass, wenn man sich das so betrachtet, ne? Warum oder weshalb diese Firma pleite gegangen ist, kann ich euch gar nicht sagen. Also habe ich keinerlei Informationen drüber. Krass. Hier hinten ist nochmal ein Raum. Also ist schon heavy, wenn man bedenkt, dass hier mal zig Leute gearbeitet haben, die jetzt letztendlich ja arbeitslos sind oder was auch immer sie tun. Krass. Also falls jemand die Fabrik hier erkennt und Informationen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Das scheint die Verpackung gewesen zu sein. Ja, hier oben seht ihr schon, es ist eine gewisse Zeit lang los. Kommt alles schon runter. Aber hier geht es ja weiter. Das ist ja unfassbar. Hier geht es ja dann nach hinten durch, oder? Ja, da hinten ist auch nochmal was. Hier drin ist auch nochmal was. Krass. Also was wir hier auf jeden Fall haben. Hier hat es auf jeden Fall gebrannt. Seht ihr das? Hier hat es auf jeden Fall mal gebrannt. Also das ist ja nicht das erste Mal. Aber auf jeden Fall hat hier auch wieder irgendjemand gezündelt. Weil da ging es jetzt hoch. Aber das lassen wir. Ja. Da. Büro, Kartonlager. Kartonlager rechts. Also hier heftig. Und wenn man dann hier reinkommt, findet man tatsächlich auch nur alte Unterlagen. Ich gehe aber jetzt nicht weiter, weil ich irgendwie Panik habe, dass hier der Boden nachgibt oder so. Ne? Jetzt sind wir im oberen Teil nochmal angekommen von dem einen Haus vom letzten, wo wir jetzt sind. Und hier seht ihr noch einmal ein Bild, wo sie ihre Würste geräuchert haben. Hier sind noch ein paar Zertifikate oder was auch immer. Nein, Etiketten kannst du bestellen für deine Würsten. So. Ja, oder Etiketten. Krass. 1000 Stück, 12 Euro. Krass. Das war. Ja, das hier ist der obere Teil. Und das ist jetzt auch der letzte Teil, sag ich mal, von dem Gebäude hier. Oder von ähnlichen. Ja, und hier sind überall Urkunden rum, DL prämiert und und. Aber ich sag euch, der letzte Raum, wo wir jetzt drin waren, da hat mich gekillt. Da hätte ich jetzt wirklich fast gekotzt. Boah. Krass. Von was? Schlecker. Schlecker. Krass. Was haben die vom Schlecker produziert? Da hinten geht es ja auch nochmal weiter. Da könnt ihr rausgucken. Aber hier scheint es auch gebrannt zu haben. Hier oben, ne? Alter. Das ist ja krass, wie weit hier. Verwinkelt und da ist es. Das scheint ein Büro gewesen zu sein, ja? Ja, oder so. Krass. Die Aufkleber waren, keine Ahnung. Das ist schon eichverwinkelt. Ja, die Verpackungen. Ja, die ganzen Verpackungen, Etiketten und alles, ne? Was sind das bayerische Leberkäse? Wenn es um die Wurst geht. Original bayerische Leberkäse zum selber backen. Krass. Also es ist noch ziemlich verwinkelt. Hier geht es auch, wenn es um die Wurst geht. Krass, schau mal, da sind die ganzen Dinger, Alter, die Wurst. Die ganzen Etiketten. Die Verpackungen. Wahnsinn. Krass.
Also ist schon wieder mal eine geile Location, sage ich mal. Auch wenn man es jetzt von Anfang an nicht für möglich gehalten hätte. Krass. Im Hof. Sind wir wieder im Hof drin. Keine Ahnung, was hier drüben drin ist. Schauen wir noch mal rein. Was denn? Boah, Alter, das scheint auch so eine Räucherkammer gewesen zu sein, oder? Da ist ja voll noch frei, Alter. Aber richtig. Boah. Alter, das ist... Aber das ist tolles Zeug, denn. Das ist echt übel, Alter. Da hinten, da ist die Sau, Alter. Boah. Alter. Boah. Alter Schwede. Boah. Leute, wenn es Geruchsfernsehen gegeben hätte, hätte ich euch ganz dran teilgelassen. Oh, das war jetzt echt übel. Boah. Ich glaube, wenn ihr ein bisschen mehr gegessen hätte, hätte ich euch jetzt live im Video gekotzt. Boah. Okay, 2008. Bierschinken. Aha. Okay, Wacholderschinken. Okay. Bierschinken, Wacholderschinken 2007, 2008. Also kann man davon ausgehen, dass es zwischen 2008 und 2010 die Grätsche gemacht hat. Alter, ich hätte fast gekotzt. Wahnsinn. Boah, war das übel. Das war richtig übel. Da hinten ist auch noch ein bisschen was. Also wir haben ja die Vermutung, dass letztendlich die Fabrik mit dem Haus, das dann da drüben auf der anderen Seite steht, vielleicht in Verbindung steht. Aber kann man nicht mit Sicherheit sagen. Ja, Freunde. Was soll man sagen? Also wir waren jetzt gerade dann fertig, haben uns die Location angeguckt, haben unser Video gedreht, ja, haben uns ein bisschen unterhalten, laufen aus dem Gebäude raus. Und was steht da? Die Cops. Ja, jedenfalls hat die Dame, die wir kurz vorher gesehen haben, der gehört anscheinend das Grundstück oder hat dazugehört oder was auch immer irgendwie, jedenfalls vor Panik die Polizei gerufen, weil sie Angst hatte vor uns, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, sie hätten mit uns reden können, hat sie aber nicht getan.
jetzt schauen wir mal was. Nächste Location. Schauen wir mal zur nächsten Location und schauen wir mal, was hier passiert. Ich gehe mal davon aus, dass ja, wenn sie eine Anzeige macht, Hausfriedensbruch ist, aber sie ihr Grundstück nicht befriedet hat, sprich ein Zaun ist im Loch. Zaun ist im Loch? Loch ist im Zaun, so rum. Ja, gehe ich mal davon aus, dass das eingestellt wird, weil ja, sie nicht ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist. Also, ja, Freunde, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin länger geblieben.